Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema: Kundenabzocke muss härter geahndet werden. Es ist für Verbraucher extrem ärgerlich, dass sich Mobilfunkanbieter nicht an die neuen Kündigungsfristen halten. Der eigentliche Skandal ist aber, dass das niemanden mehr in dieser Branche wundert. Wer im Supermarkt einkauft, geht in der Regel davon aus, nur das zu erwerben, was er aufs Band an der Kasse legt. Wer allerdings einen Vertrag bei einem Mobilfunkanbieter abschließt, der bekommt gelegentlich etwas mehr, als er eigentlich will, und sollte sich gut überlegen, ob er nicht vorsorglich auch noch eine Rechtsschutzversicherung abschließt. Auf diese Idee könnte man zumindest kommen, angesichts der bemerkenswerten Fülle an Negativinformationen zu dem ganzen Thema, die über diese Branche im Umlauf sind. Gefühlt gibt es kaum jemanden, der nicht eine nervige Geschichte zu irgendeinem Handy- oder Internetvertrag erzählen könnte. Oft garniert mit Worten wie Abzocke, Betrug oder weniger zitierfähigem. Nun haben Recherchen der Süddeutschen Zeitung gezeigt, dass manche Anbieter von Handy- und Internetverträgen wie Mobilcom, Debitel und 1&1 Kunden eine kürzere Kündigungsfrist verweigern, obwohl sie seit Dezember dazu verpflichtet sind. Denn seit Inkrafttreten des Telekommunikationsgesetzes ist es möglich, Verträge nach Ende der Mindestlaufzeit mit einer monatlichen Frist zu kündigen. Zuvor haben sich solche Verträge automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, oft zum Ärger der Kunden, die es versäumt haben, rechtzeitig zu kündigen. Manche verpassten immer wieder den Aussprung und hingegen in einer Art Vertragskarussell steckten sie hier fest. Damit sollte endlich Schluss sein. Doch Verbraucherzentralen berichten von zahlreichen Fällen, in denen Anbieter ihre Kunden nicht aus den Verträgen lassen. Mitunter mit der Begründung, dass Neurecht gelte nicht für Bestandsverträge. Davon ist im Gesetz allerdings keine Rede. Mobilcom, Debitel und 1&1 sprechen von Einzelfällen, die der Anpassung an die neuen Regeln geschuldet seien, und betonten, sich grundsätzlich an geltendes Recht zu halten. Denn betroffene Kunden hilft das nicht. Der eigentliche Aufreger ist aber, dass in einer Branche, in der selbst schon Haustiere Verträge untergeschoben bekamen, für die freilich ihre Besitzer aufkommen sollten, niemand mehr überrascht. Das fängt schon beim sogenannten Kundenservice an, den manche Anbieter höchst eigenwillig interpretieren. Kunden sollen laut Verbraucherzentralen im Oktober und November verstärkt abtelefoniert sein, um ihnen vor der Gesetzesänderung neue Verträge schmackhaft zu machen, für die neuen Kündigungsfristen erstmal nicht mehr greifen. Kundenbindung mal ganz anders. Ob die Anbieter im Vorfeld überhaupt über die Gesetzesänderung informiert haben? Das hätten ja unter anderem Politik, Verbraucherzentralen und die Presse übernommen, heißt es von 1&1 auf eine Anfrage von der Süddeutschen Zeitung. Na dann, wie gesagt, Kundenservice mal anders. Die Krönung der Kundenknechtung hat jedoch ein anderer Anbieter vollbracht. In einigen Fällen wurden Kunden und einmal sogar dem Kater einer Kundin Vodafone-Verträge untergeschoben, die sie eigentlich gar nicht wollten. Vergangenen Jahres stellte Vodafone selbst Strafanzeige gegen jene Vertriebspartner, die im Auftrag des Unternehmens Verträge ohne Zustimmung der Kunden abgeschlossen hatten.
Vodafone selbst sei zum Geschädigten geworden und also hieß es zumindest vom Konzern. Verbraucher sollten sich in jedem Fall wehren. Das mag sein, doch mit seiner Rechtfertigung verkennt der Anbieter einen wesentlichen Punkt. Ob Mobilfunkkonzerne sich vorsätzlich daneben benehmen oder Fehler schlicht geschehen lassen, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass sie in Verantwortung stehen, dafür zu sorgen, anständig mit ihren Kunden umzugehen. Es ist ihre Aufgabe, die korrekte Arbeit beauftragter Unternehmen und die reibungslosen Abläufe in den Kundencentern sicherzustellen. Andere Unternehmen und ja, sogar Mobilfunkanbieter schaffen das ja auch. Um die Motivation für einen besseren Umgang mit den Kunden in der Branche zu steigern, wäre es sicher hilfreich, wenn die Bundesnetzagentur bei Verstößen deutlich höhere Geldstrafen verhängen würde oder in gravierenden Fällen mit dem Entzug der Funklizenz oder allgemein der Lizenz drohen würde. Fehlverhalten müsste den Konzernen jedenfalls deutlich mehr wehtun als bisher und ordentlich auf die Füße fallen, wenn sie irgendwas verkehrt machen. Bis dahin sollten sich Verbraucher nichts gefallen lassen und ihre Rechte selbst durchsetzen. Sich an die Verbraucherschutzzentralen oder an die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur wenden, die ihnen dabei helfen können. Sollte man euch irgendetwas abbuchen, das ihr so nicht bestellt habt, lasst die Abbuchung direkt zurückgehen. Die Rücklastschriftgebühr, die hierbei entsteht, muss der Anbieter selbst tragen. Bekommt ihr Mahnungen für Verträge zugeschickt, die ihr so gar nicht haben wolltet, widersprecht diesem auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen schriftlich. Am besten per Einschreiben, so könnt ihr auch immer nachweisen, dass die Post eingegangen ist. Im Zweifel holt euch Rechtsbeistand von einem Rechtsanwalt. Eingangs hatte ich hier ja schon erwähnt, teilweise ist es vielleicht mittlerweile sinnvoller, tatsächlich eine Rechtsschutzversicherung zum Mobilfunkvertrag gleich mit abzuschließen. Also separat, nicht beim Mobilfunkanbieter. Heutzutage lauert der Anschiss quasi überall. Lasst euch untergeschobene Verträge auf keinen Fall gefallen und geht immer dagegen an. Meldet auf jeden Fall an die Bundesnetzagentur. Unter Umständen kann die Bundesnetzagentur für die Stilllegung des Unternehmens sorgen, sollte sich das Unternehmen weiterhin wehren. Das wird natürlich nicht bei Vodafone und der Telekom passieren, soweit ist das Ganze schon mal klar. Doch rechtliche Schritte sollte man hier auf jeden Fall einlegen, wenn man einen Vertrag bezahlen soll, den man so nie abgeschlossen hat. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen am Ende betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Direkt unter dem Video findest du außerdem den Button Mitglied werden. Wenn du magst, hast du hier die Möglichkeit, den Kanal Callcenter Abzocke finanziell mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!